In dieser Nacht wurde der Enthüllungstrailer zu Star Wars Jedi Survivor veröffentlicht und ich bin sehr, sehr gespannt und bin auch sehr, sehr gehypt auf dieses Game. Ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit darauf. Kurz noch zur Sache, ich habe auch den alten Teil des Star Wars Jedi Fallen Order, habe ich auch ein ganzes Let's Play gemacht, zu 100% durchgespielt. Falls ihr euch das Ganze einfach mal angucken wollt, dann geht mal oben rechts auf die Infokarte. Dort findet ihr die Playlist, wo einfach alle Videos mit drin sind. Und wir schauen uns jetzt erstmal den Enthüllungstrailer an, denn ich habe gehört, es gibt auf jeden Fall viele neue Sachen. Es gibt ja auch, man hat ja mittlerweile auch einen Blaster. Und bessere Outfits. Also ich fand halt im ersten Teil die Ponchos, wäre schon cool gewesen, hätte man da noch andere Outfits gehabt. Aber ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Auch auf die Story bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ich glaube mal, dass der zweite Teil auf jeden Fall den ersten Teil auch toppen kann. Deswegen, gut, schauen wir jetzt einfach mal in den Trailer rein. Ich bin gespannt. Wir schauen uns den einfach einmal komplett an und dann gehen wir den nochmal detailliert durch und schauen uns wirklich jede kleine Stelle an, weil das wird hier relativ interessant, einfach mal ein bisschen hin und her zu gucken. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go! The Order is gone. I was betrayed by the one I trusted most. I will not be imprisoned again. Oh. I hear you've been busy making yourself the enemy. Oh lol, was zum Geier? War Dings. Yo. Jedi. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Ui. After all we've done, the Empire has only grown stronger. Explode. Part of the joke, Custis. The Jedi is a threat. Yo. As long as we fight. Okay. Yo. Hope survives. Star Wars Jedi Survivor am 17. März 2023. Sehr geil, okay. Das war relativ viel und Input tatsächlich, also es war so viel. Aber im Großen und Ganzen erstmal eine echt coole Sache. Was ich auf jeden Fall richtig cool fänden würde, ist einfach, wenn man einfach zwei Lichtschwerter die ganze Zeit benutzen kann. Ich hoffe, dass das irgendwie mit reinkommt, weil man hat zwar jetzt schon zwei Lichtschwerter gesehen, aber wahrscheinlich kann das auch wieder möglich sein, dass es wieder nur ein Angriff ist, der eben zwei Lichtschwerter zulässt und nach dem Angriff kann man dann halt eben nur eins benutzen. Was auch aufgefallen ist, zum Beispiel gerade eben bei den Kopfgeldjäger, wir gehen das einfach gleich nochmal durch, da sage ich gleich nochmal was dazu. Weil wenn ich es jetzt erzähle, ne, und ja, wir gehen einfach jetzt den Trailer mal durch, schauen uns mal alles an und ja, gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall die Kapsel, ich kann auch mal ein bisschen leiser machen. Die Frage ist ein bisschen, wer das hier sein soll. Also Maron kann das noch nicht sein, oder? Nee, macht gar keinen Sinn. Nee, es ist ja auch ein Junge. Aber wer soll das sein? Malikos wurde eingegraben. Oder vielleicht ist es auch jemand, den wir gar nicht im ersten Teil gesehen haben. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Jedi oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir hier den Move bei einem Magna-Wächter. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr geil. Magna-Wächter einfach mal. So, da kann man hier jemanden nach oben schmeißen. Genau, hier sieht man das zum Beispiel auch. Da hat er jetzt ein Lichtschwert, aber eben keine Doppelklinge. Manchmal hat man gesehen, dass er eine Doppelklinge hat. Also, dass er zwei, also, dass er eben eine Doppelklinge hat. Und hier sieht man jetzt eben, dass er keine Doppelklinge haben kann, weil ja hier nur so ein Endstück ist.
Okay, hier sieht man wieder was Imperiales. Mit auch so wieder so einem Sicherheitsdruiden. Flammentrooper anscheinend. Okay. Das ist relativ interessant, was wir hier sehen. Ist halt die Frage, was das für einer ist. Ob das ein Inquisitor ist oder ob der sich. Der hat auf dem Rücken was. Ob das vielleicht einfach nur einer ist, der sich auch sowas gebaut hat, so ein Lichtschwert oder so, keine Ahnung. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ich finde nämlich jetzt zum Beispiel hier, das war auch genau im ersten Trailer genauso. Jetzt sieht das Lichtschwert, finde ich, noch nicht so geil aus hier. Und genauso wie den sein, was soll denn das sein? Soll das orange sein oder soll das wirklich rot sein? Im Nachhinein war das im Game aber dann anders. Beim ersten Teil eben. Okay, das ist auch ja sehr interessant. Hier fliegt Cal the Mantis. Und wer weiß, was mit dem Team ist. Also wir haben hier gerade Sia noch gesehen gehabt. Die Szene kommt ja gleich. Aber das hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus. Mit der ganzen Landschaft und so weiter und so fort. Das feiere ich. Und ich hatte zum Beispiel sein Lichtschwert ist hier auch ja wieder eine Doppelklinge. Das ist hier sehr interessant. Ich dachte nämlich, oh, hier sind so welche Sepho. Ich dachte nämlich irgendwie, das ist irgendjemand, aber nein, es ist einfach Sia. Bei Jedi-Stuff oder einem neuen Base oder so, das sah zumindest, oder sieht zumindest Jedi-Stuff-mäßig aus. Und die hat Cal wieder sein Doppelklingel-Shirt. Ich bin auch mal gespannt, wie das Ganze überhaupt aussieht, weil hier kann man zum Beispiel so einen Trooper nehmen und einfach mit der Minigun auf die anderen ballern. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie das eigentlich auch ist mit den Fähigkeiten, die wir aus dem ersten Teil haben, ob wir die benutzen können in denen und dass wir wieder neue machen können oder ob wir die da wieder irgendwie lernen müssen oder aber die aus dem ersten Teil nicht alle kann oder so. Das würde mich mal gerne interessieren. Auf jeden Fall kann man hier noch so ein Vieh reiten. Oh, ist ein Droide, lol. Das ist ja lustig. Und da kann man jedenfalls auch auf dem Vieh währenddessen kämpfen. Wie kann man gleiten? Fortnite. Das ist ja relativ interessant. Genau, hier sieht man nämlich wieder, da ist ein Lichtschwert, das diesmal ein bisschen grau ist anscheinend, da. Und hier ist wieder so ein Endstück, wo aber kein Doppelklingenlichtschwert rauskommt. Also, wer weiß. Jedi. Remind our friend here. His kind are supposed to be dead. Das ist auch hier ganz schön krank. Okay, kann er auf jeden Fall so einen Move nach hinten machen. Oh, und genau, da kann er sein... Ah, guck mal, da hat er sein zweites Lichtschwert ausgefahren. Das ist auch jetzt sehr interessant. Aber wo hat denn der das zweite Lichtschwert eigentlich an seinem Outfit? Er nimmt ja einfach das zweite... Achso, das ist jetzt hier oben, oder was? Ah ja. Oder? Ah, das könnte... Genau, das könnte das ja sein. Hier nochmal ein Stück zurück. Das müsste man ja eigentlich dann sehen. Genau, da ist es. Oh. Ich glaube, damit ist meine Frage geklärt. Es wird wahrscheinlich wohl so sein, dass wir insgesamt wirklich zwei Lichtschwerter benutzen können, weil ich kann mir nicht vorstellen, wir benutzen hier ein Lichtschwert, also wir können wahrscheinlich dann wählen zwischen Doppellichtschwert oder zwei einzelne, würde ich jetzt vermuten oder denken oder wie auch immer. Jedenfalls, deswegen hat er hier auch kein Doppelklingenlichtschwert, sondern halt ein einzelnes, weil hier ist das zweite Lichtschwert von ihnen. Ich finde es interessant positioniert, ist nicht so klassisch. Jedenfalls, das ist relativ interessant. Er nimmt dann einfach praktisch sein zweites Lichtschwert und dann könnte ich mir vorstellen, dass das gar keine Fähigkeit mehr ist, sondern dass man das wirklich machen kann. Weil das hätte ich mir im ersten, das haben sich viele, hätten sich viele im ersten Teil auch gewünscht. Geil. Diesen März. Okay, hier ist so ein Vieh. Guck mal, hier hat er zum Beispiel wieder so ein wieder das Doppelkling. Ich würde also mal gucken, wie das Ganze dann sein wird. Das sieht schmerzhaft aus. Okay, hier ist es mal wieder im Imperium und hier hinten sind auch Sicherheitsdruiden. Aber dafür krassere. Und auch so eine Klinge haben, wie die Todestruppler sonst. Ja, genau, so ein Ding zum Beispiel. Die Druiden erinnern mich tatsächlich an die Druiden in der Mandalorian. Hier auf dem Schiff von Moff Gideon. Diese Todestrobler. Auch relativ interessant. Oh, yo. Alter. Ist wieder Cinematic ein bisschen? Hat einen Kumpel gefunden. Boat. Ein anderes Vieh. Er hat auch wieder seine zwei Lichtschwerter. Okay. Sehr interessant. Die sind auch wieder Kampfdroiden. Das ist auch interessant.
Okay, wer das ist, ist, ja, das werden wir mal sehen. Das wird wahrscheinlich ja eben ein Gegner sein, weil der ja anscheinend auch dazu gehört. Hier gibt es nochmal eine neue Einfrierfähigkeit. Da war sogar ein Superkampf-Druide. Also B1, sie heißt noch B1 Superkampf-Druide, oder? Geil. Gibt es mittlerweile auch so einen Hook, wo man sich hier so lang schwingen kann. Auch interessant. Und das hier einfach mal so mit einem Cross-Guard-Lichtschwert. Sieht auch relativ interessant aus. Also, ja, es macht es sehr, sehr spannend tatsächlich. Also, ich bin ja auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das war's nämlich jetzt so. Ah, ne, das war's noch nicht ganz. Oh, lol, ist das Kashyyyk hier eigentlich? Ja, nee, doch nicht. Nee, gut. Er sah gerade so aus. Aber das ist interessant. Auch Kommandodruiden. Oh, yo, da hat man sogar gerade gesehen gehabt. Also hier, da sieht man jetzt so ein, vielleicht kann man dann sagen, ja hier, ich möchte ihn jetzt dort down machen oder ich möchte ihn unten down machen oder so. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Wow, echt geil, mega geiler Trailer. Also es gibt wirklich viele Sachen, die anscheinend reinkommen und das macht das Ganze noch viel, viel spannender. Also ich freue mich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr auf das Spiel und ja, ich muss noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es direkt bringen kann, wenn es rauskommt, denn ich habe dann auch zu der Zeit circa auch meine Prüfungsphase für meine Ausbildung und ja, auch Projektarbeit und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir da mal schauen, wie wir das machen. Aber ja, ja, das war's dann erstmal mit diesem Video. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst euch einfach ein Like und ein Abo da und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr dieses Let's Play, wenn es bei mir mal kommt. Also, es kommt auf jeden Fall bei mir, aber wie gesagt, wann, weiß ich eben noch nicht. Ja, und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video und ciao!